Another day, another review, another movie. Nein, ich glaube, das waren genügend Wortspiele. Es wird wahrscheinlich jeder von euch anhand des YouTube-Videotitels erkannt haben, dass es in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check um den Independent-Streifen Another geht. Der übrigens Another-Videopremiere ist hier auf dem Format, weil ihr werdet euch vielleicht gewundert haben, warum das Review jetzt bei mir hier so spät nach dem Release des Films erst online geht. Ich habe ihn jetzt erst von LFG zugeschickt bekommen. Trotzdem danke noch einmal an der Stelle. Vor allem, weil mich der Film wirklich auf eine ganz bestimmte Art und Weise absolut beeindruckt hat. Autor und Regisseur Jason Bonatzky hat nämlich eben nicht nur das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, sondern auch die Kameraarbeit geleistet. Und das ist der Punkt, wo Another so richtig zu glänzen beginnt. Ihr werdet das dann etwas später im Video sehen, wenn wir uns ein paar Screenshots aus dem Film anschauen, aber visuell und stilistisch ist Another wahrscheinlich einer der besten und genialsten Independent-Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Fast jede einzelne Einstellung wirkt wie ein Kunstwerk. Der Film verwendet Zeitlupen, Zeitrafferaufnahmen, Special Effects, Kameraeffekte mit einer absoluten Präzision und erzeugt meiner Meinung nach von der ersten Sekunde an ein grandioses visuelles Gesamtbild und Gesamtgefüge, das man tatsächlich zu einigen Stellen auch wirklich in die Reihe der klassischen Giallo einordnen kann. Storytechnisch hat der Film allerdings mit einem Giallo relativ wenig gemein und storytechnisch ist jetzt dann auch der Punkt, wo Another nicht so unbedingt glänzen kann. Der Film hat auf der Blu-ray eine Laufzeit von insgesamt 79 Minuten. Davon entfallen fast 10 Minuten auf den Abspann. Es ist wirklich der langsamste Abspann, den ich jemals gesehen habe. Der Film läuft somit unter 70 Minuten und schafft es aber trotzdem mehr oder weniger als einzige Länge rüberzukommen. Das Problem des Films ist, dass er meiner Meinung nach auch die oft mit Michael Bay in Verbindung gebrachte Aussage Style over Substance wirklich absolut perfektioniert. Visuell ist der Film ein brillantes Meisterwerk, inhaltlich ist er leider relativ leer. Während viele künstlerisch anspruchsvolle Arthouse-Produktionen sich zwar ebenfalls auf der Oberfläche recht einfach geben, aber dann erst gegen Ende irgendwie eine untere Ebene öffnen und den Zuschauer erst in ihr wirkliches Inneres blicken können, erzählt Another eine relativ lineare Geschichte mit relativ wenigen Charakteren und absolut wenigen Ereignissen, die dann noch in der relativ kurzen Zeit mit sehr, sehr, sehr vielen Zeitlupen erzählt wird, sodass einfach für diese Zeit sehr wenig passiert und obwohl der Film visuell dermaßen bestechend ist, man als Zuschauer wahrscheinlich schon nach wenigen Minuten das Interesse verloren hat. Könnte daran liegen, dass der Regisseur bis dato nur Erfahrungen mit Kurzfilmproduktionen bzw. Episodenfilmsegmenten gemacht hat und Another sein allererstes Solo-Spielfilmdebüt darstellt, aber falls ihr die Chance habt, euch den Film irgendwie einmal nebenbei anzuschauen und er euch visuell interessiert, dann könnt ihr das tun. Inhaltlich solltet ihr euch allerdings davon nicht allzu viel erwarten. Bei mir ist, wie eben vorher angesprochen, die Blu-ray jetzt dann gelandet und deswegen möchte ich euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check die deutsche Blu-ray von Another näher vorstellen. LFG veröffentlicht den Film Another sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray ausschließlich in einer Standard-Edition im Keepcase. Beide Versionen bieten dabei dasselbe Covermotiv, das meiner Meinung nach hervorragend zum eigentlichen Film passt. Auf dem hier dargestellten Frontcover sehen wir einerseits ein Pentagramm und andererseits einige mystische Kreaturen bzw. Objekte im Hintergrund, was, finde ich, von der Bildkomposition her sehr gut zur Stimmung des Films passt, was ebenfalls sehr gut dazu passt, überraschenderweise werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich denken, ist die hineinkopierte Hauptdarstellerin, was ebenfalls in einigen Einstellungen des eigentlichen Films auch derartig anzutreffen ist, sodass das den tatsächlichen Film recht gut verkörpert. Mir gefällt ebenfalls der Titelschriftzug sehr gut, sowie die Tatsache selbstverständlich, dass LFG auch bei diesem Film für ein Wendecover ohne das große FSK-Logo auf dem Frontcover gesorgt hat. Schauen wir jetzt einmal auf dem Spine, der natürlich neben dem Firmenlogo und einer Mini-Version des Frontcovers
auch den Filmtitel noch einmal zeigt auf das Backcover. Da bekommen wir mit zugegebenermaßen recht einfacher Gestaltung eine Inhaltsangabe des Films, die Cast and Crew Informationen sowie die technischen Details zur Blu-ray. Als Bonusmaterial gibt es da übrigens neben einigen Trailern ein Making-of bzw. Behind-the-Scenes Special, das bei einer Laufzeit von insgesamt 9,5 Minuten quasi als Talking Head Segment einige Darsteller und auch den Regisseur zu Wort kommen lässt und ein paar Einblicke in die Entstehung des Films liefert. Außerdem könnt ihr da einige der wirklich zugegebenermaßen grandiosen Einstellungen des Films sehen. Jetzt habe ich in den letzten paar Minuten relativ viel über die großartigen Einstellungen in Another gesprochen. Jetzt wird es, finde ich, einmal Zeit, dass wir uns die näher anschauen. Wie von Playzockers Blu-ray-Check gewohnt, habe ich auch für dieses Video einige Screenshots direkt aus dem High-Definition-Stream der Blu-ray mitgebracht. Möchte allerdings wie gewohnt darauf hinweisen, dass ich diese Bilder für mein Video in keinster Weise bearbeite, sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen und dieses dann rendern und auf YouTube hochladen muss, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und ich denke mir, das, was wir an den Screenshots aber trotzdem sehr gut erkennen können, ist natürlich einerseits die fantastische Cinematografie von Another, aber auch die Tatsache, dass einige Szenen und Bilder in diesem Film in anderer Qualität erscheinen als der Rest des Films. Das ist natürlich auf produktionsbedingte Umstände zurückzuführen, dass es einzelne Einstellungen gibt, die etwas weicher aussehen, andere wiederum, die nahezu perfekte Detailzeichnung bieten. Das ist auf jeden Fall ein Film, der, auch wenn die Bildqualität nicht konstant ist, sich definitiv auf Blu-ray auszahlt, weil er eben von der großartigen Cinematografie des Regisseurs lebt und da auch wirklich seine zauberhafte Atmosphäre teilweise auspacken kann. Ich denke mir, das ist auch anhand der Screenshots schon sehr gut zu erkennen. Was es bei dem Film so gut wie gar nicht gibt, sind etwaige Rauschanfälle bzw. störende Eingriffe der Kompression, sodass man mit der Bildqualität der Blu-ray insgesamt definitiv zufrieden sein kann. LFG veröffentlicht Another von Regisseur Jason Bonatzky in hervorragender Qualität auf Blu-ray. Das Bild ist fantastisch, fängt die großartigen, visionären Bildkompositionen perfekt ein. Auch der Ton kann überzeugen und im Bonusmaterial gibt es zumindest ein 9,5 Minuten langes Special. Technisch kann man dieser Blu-ray also definitiv keine Vorwürfe machen und bei Interesse am Film bedenkenlos zuschlagen. Aufgrund der wirklich genialen Cinematografie empfehle ich bei diesem Film auf jeden Fall den Griff zur Blu-ray und nicht den zur DVD. Dennoch würde ich bei dem Film eher raten, bei Interesse zuerst einmal sich den Film vielleicht nur auszuleihen, weil er wirklich extrem nach dem Motto Style over Substance geht und zwar großartige Einstellungen bietet, aber inhaltlich relativ leer ausgefallen ist und trotz seiner abzüglich Abspann relativ kurzen Laufzeit von weniger als 70 Minuten sehr in die Länge gezogen erscheint und mehr oder weniger eine einzige Länge darstellt. Das ist sehr, sehr schade. Visuell hat der Film auf jeden Fall eine Menge zu bieten, aber inhaltlich kann er das nicht tragen, um den Zuschauer wirklich bei der Stange zu halten.